Krieg, Terror und Gewalt, aber auch Zeichen der Hoffnung haben das Jahr 2015 geprägt. IDEA Heute blickt in dieser Sendung auf weltweite Ereignisse des Jahres zurück. Die Terrormiliz Islamischer Staat hat ihre Gräueltaten unvermindert fortgesetzt. Am 13. November verübte sie Anschläge in Paris, bei denen 132 Menschen ums Leben kamen. Im Mai richtete die Terrororganisation mehr als 400 Menschen in der syrischen Stadt Palmyra hin. Der IS stellt syrische Christen vor die Wahl, sich zum Islam zu bekennen oder zu sterben. Aufgrund der anhaltenden Flüchtlingsströme aus dem Nahen Osten droht das Christentum immer mehr aus der Region zu verschwinden. Die weltweite Christenverfolgung ist ein Aufruf zur Einheit der Christen über konfessionelle Grenzen hinweg. Diese Überzeugung äußerte der Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen, Kardinal Kurt Koch, am 17. November beim Kongress Christenverfolgung heute in Schwäbisch Gmünd, der unter anderem von der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA veranstaltet wurde. Angesichts der Schulden- und Wirtschaftskrise Griechenlands riefen Kirchenvertreter zu Solidarität auf. So forderte der Landesbischof der evangelischen Landeskirche in Baden, Jochen Cornelius Bundschuh, mehr Rücksichtnahme auf das krisengeschüttelte Land. Er verwies auf die Bibel, die einen regelmäßigen Schuldenerlass nach 7 oder 7 mal 7 Jahren vorsehe. Sie sei zwar kein Lehrbuch der Volks- und Betriebswirtschaft, aber erzähle von der Liebe Gottes. Diese stärke die Schwächeren und ermutige die Stärkeren, sich zurückzunehmen und mehr zu geben als zu nehmen. Ein Erdbeben der Stärke 7,9 erschütterte die Region um die Hauptstadt Nepals am 24. April. Zwei Tage später folgte ein Nachbeben. Die schweren Erdbeben forderten fast 8.400 Todesopfer. Zahlreiche christliche Hilfsorganisationen verteilten Hilfsgüter, engagierten sich in der Seelsorge und im Wiederaufbau. Am 7. Januar verübten radikal-islamische Terroristen einen Anschlag auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo in Paris. Als Reaktion auf den Anschlag unterzeichneten kirchliche, muslimische und jüdische Repräsentanten ein gemeinsames Manifest gegen den Terror. Der Evangelist Ulrich Pazani äußerte dazu, dass der Glaube an Jesus Christus und der Glaube an den Koran unvereinbar sind, da Jesus Christus die Feindesliebe geboten hat. Nach Ansicht des Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Volker Kauder sei das Problem in Deutschland nicht, dass viele Muslime freitags in die Moschee gingen, sondern dass immer weniger Christen sonntags den Gottesdienst besuchten.